Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich sitze hier in meinem E50M und bin auf Malinowka. Es gibt keine Artis. Und ich werde euch mal die Sniper-Fähigkeiten von E50M hier mal unter Beweis stellen. .385 auf Objekt 704. Unser Team fährt eigentlich auch komplett falsch. Tja, Objekt 704. Das ist keine gute Idee, dort stehen zu bleiben. Direkt am Anfang. Ich schieße jetzt umsonst da rein. Mache noch diverse Blindshots hier rein. So, es wird Zeit, Richtung Hill zu fahren. Hier ist 7. Das ist ein Replay, ne? Für die kleinen minder bemittelten Hater, die immer sagen, ja, dein Zielkreis, bla bla bla. Das ist ein Replay, guck. Ich kann auch hierhin zielen, meine Kanone zeigt trotzdem nach vorne. Das ist ein Replay. Ja, sonst bei jedem scheiß Replay schreibt irgendeiner, ey, du hast Advanced Dingsbums Aimbot, Advanced bla, Hauptsache irgend so Fremdwörter benutzen und sich cool fühlen. Das ist ein scheiß Replay. Da, wo meine Kanone hinzeigt, ist da und ich kann mit dem Zielkreis woanders hin. Ich nehme es ja nicht live auf. Bitte versucht mal eure Gehirne anzusprengen. Ja, das ist kein live aufgenommener Scheiß, sondern das ist ein Replay. Deswegen kann meine Kanone nach da zeigen und mein Zielkreis nach da. Das hat nichts mit Aimbot zu tun. Zum hunderttausendsten Mal. Für die ganzen Tomatentrottel da draußen, die einfach mal nicht checken, was eine Live-Aufnahme und was ein Replay ist. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Denn wenn du dann guckst, guck hier, da ist mein Zielkreis, ich zeig Richtung dahinten und meine Kanone zeigt nach rechts. Ja, und wenn ich dann irgendwo hin aime, dann geht die Kamera dahin und du denkst, ey, der hat einen Aimbot. Nee, hat er nicht. Guck, hier, da ist mein Zielkreis auf dem E100. Und jetzt ist es hier hinten am Wald, da oben am Himmel. Das ist ein Replay, deswegen da, wo die Kanone hinzeigt und wo Aimkreis ist, ist immer unterschiedlich. Ja, ein bisschen HP farmen hier, wa? Schön den E100 rausgesnackt. So, fahr hier hoch, warte, bis die mal alle kommen. So, E50M, Berg runter. Dreimal dürft ihr raten, was jetzt kommt. Bin jetzt auf. So, und jetzt kommt diese spielentscheidende
Sache. Unser E100 steht da oben mit einem Haufen HPs und schaut zu, wie ich hier unten kaputt geschossen werde. Ja, da oben stehen drei Panzer und ich kämpfe hier alleine hier unten, weil die alle zu feige sind, mit hier runterzufahren. So, ich werde auch schon von der Seite da weggeschossen. Unser AMX-CDC sieht es überhaupt nicht ein zu spotten. Der steht da hinten. Also ich spotte als 10er, für ihn als 8er, damit er Damage machen kann. Seht ihr, wo der steht? Es wäre höchste Zeit, hier zu spotten, damit die 10er mal was tun können. Nö, ich spotte und er versucht zu snipen. GG. So. Wir hören auch direkt auf, wenn ich tot bin, weil da passiert nicht mehr viel. Die werden sich alle den Arsch wegcampen. Wir sehen uns bei den Stats. So, hier sind wir bei den Gefechtsergebnissen. Großkaliber. 6450 Schaden, 3 Kills. Ja, und unser E100 stand Full HP da oben, während ich da unten gekämpft habe. Und dann kommt das halt bei raus, ne? Erst sterbe ich und erst wo ich gestorben bin, dann fährt der runter und wird natürlich dann auch rausgenommen. Anstatt gleichzeitig mit mir da runter zu rasen, ne? Aber kommt ja nicht in Frage. Digga, was war das, ey? Was war das bloß? Die hätten einfach nur... Was sind das hier für Bots unterwegs, ey? Sowohl bei uns als auch beim Gegner. Was ist das für ein Schrott? Maus ist direkt am Wasser entlang, hat da den Suicide Scout gemacht. Naja. Was willst du tun? Abonniert den Channel hier und auch meinen Kraftsportkanal und bewirbt euch für meinen Clan. Die Links sind in der Beschreibung. Wir sehen uns. Bis dann.